Moin Moin Freunde. Willkommen zu einem fetten Ründchen Starfield. Hier bei mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken, kleiner dir besonders. Was waren die... Achso, ich wollte ein Schiff bauen, ne? Das war also eigentlich der Grundsatzplan. Das ist aber ein bisschen in die Hose gegangen, weil mir dafür diverse Dinge fehlen. Ja, diverse Dinge. Skills vor allem. Deshalb dachte ich mir, wäre es ein guter Plan, wir machen ein paar Aufgaben. Ja, so ein paar Aufgaben, das dachte ich, ist vielleicht eine super Idee. Einfach so ein paar hier Nebenquests, ne? So, halt was eben geht. Und wenn wir dann schon auf dem Weg in die einzelnen Abteile sind, dann könnte man ja vielleicht auch gucken, ob man da eventuell Zeug findet, was mich weiterbringt. Ne? Bauteile für Schiffe oder... Zeit hast, habe ich was für dich. Ich gebe dir alles, was du willst. Ja. Ja, sieh dir das an. Gib mir erstmal das, was du hast. Oh, danke. So ein, ich vermisse dich schon jetzt. Ja, ich auch. Ich kriege auch schon ein bisschen Herpes. Also so ein Klebstoff, das war jetzt auf jeden Fall genau das, was ich haben wollte. Das ist auch danke da. Also wow. Boah. Komm ich eigentlich kaum drauf klar, dass du mir Klebstoff geschenkt hast. Zeig ich mal hier, gibt es hier irgendwo so ein Apparat da hinten? Da ist doch so ein Apparat da. Da sind dann auch Techniker und so ein Quark. Ah, jetzt sind die Händler wieder ganz arme Säue. Man will ja eigentlich nur eine Runde aufnehmen. Kann ja nicht so schwer sein. Dachten alle. Dann kam Kalle. Ist klar, dass hier wieder nichts funktioniert. Es ist wieder klar, dass hier nichts funktioniert. Und dann? Ah, jetzt get it. Naja, prima, dann haben wir ja schon mal die Automatenaufsicht. Was gibt's denn hier sonst so? Hier können wir... Kauf mal Dietriche, alle. Nee, warte mal. Das ist ja auch irgendwie falsch, ne? Ich möchte ja gerne was kaufen. Sag ich mal hier, komm mal, du bist doch hier der Experte, ne? Wie kann ich dir helfen? Klar, nur zu. Ja. Wie waren das jetzt? Welche Knöpfe muss ich denn drücken? War es D? Ja. Welchen Reaktor habe ich denn? Tomahawk X50. Welcher ist drauf? Der 200er. Schildgenerator habe ich 82. Verstehe jetzt. Du findest sicher was. Was hast du für Schiffe? Aha, Watchdog. Ranger. Aha. Vier. Zwei und eine Stronghold. Ich bin mir nicht so im Klaren, wo ich Bauteile herkriege, aber das ist eine Sache, die. Was gibt's denn hier? Eine industrielle Werkbank. Ah, Alter, ich hab's so Schnuppen, ne? Wir gehen jetzt erstmal los und quatschen mit dir. Jetzt auch keinen Nerv mehr hier. Werde das schon irgendwann rausfinden. Und wenn nicht, naja, dann ist es eben so. Ich habe das Gefühl, ich habe hier Tearing. Weiß ich auch nicht. Ah ja, das ist ja jetzt hier, das ist auch Quatsch. Ich muss zugeben, dass ich nicht in der Stimmung für ein Gespräch bin. Ich weiß, dass ich diese Frau einfach ignorieren sollte. Aber ich kann mir einfach nicht helfen. Worum ging es da überhaupt? Sie tauscht.
taucht hier auf und erzählt uns, wie wir unsere Stadt zu verteidigen haben. Kein Respekt für die Methoden, die seit Jahren funktionieren. Schert sich nicht um die Konsequenzen. Und erwartet, dass wir ihr dafür danken, dass sie uns das Leben schwerer macht. Solche Arroganz habe ich noch nie gesehen. Ja, sie war ziemlich daneben. Sie hat nicht die geringste Ahnung. Das ist einfach unerhört. Wir sind hier nicht in New Atlantis, wo die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Diese Mauern um uns herum sind aus gutem Grund hier. Und ich trainiere die Wachen hier schon seit Jahren, auch aus gutem Grund. Wenn wir Fehler machen und einen Augenblick wegsehen, dann töten die Eschter unschuldige Menschen. So sieht es aus, schlicht und einfach. Wenn also jemand hier reinmarschiert und meint, es besser zu wissen als wir alle, die ihr Leben der Sicherheit der Stadt gewidmet haben, dann geht uns das eben gegen den Strich. Sie will sich ja nur helfen. Das ist keine Hilfe. Wenn jemand glaubt, es besser zu wissen als die Leute, die das seit Jahrzehnten machen, nennt man das Arroganz. Hör zu. Mich darüber aufzuregen ist nicht gut für meinen Blutdruck. Wenn du meinst, du kannst sie zur Vernunft bringen, dann nur zu. Sonst überlass die Verteidigung der Stadt lieber den Leuten, die das ihr ganzes Leben lang schon tun. Nix Plan, Alter. Nix Plan, um was es überhaupt geht. Du siehst nicht so aus, als würdest du meine Kondensatoren liefern. Also, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, dass du die Stadt durch neue Technologie verteidigen willst. Oh nein, das ist nicht ganz richtig. Aber immerhin scheinst du weniger feindselig als die anderen Leute hier. Also soll es mir recht sein. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Und es ist mir ein Rätsel, warum die Sache sich so weit herumspricht. Ich habe nicht vor, irgendjemandem den Job zu stehlen oder Ash da frei durch die Stadttore spazieren zu lassen. Egal, was alle behaupten. Weiterhin sollen meine Vorschläge keinen Angriff auf die Kompetenz der aktuellen Sicherheitskräfte und Methoden in Aquila City darstellen. Das sollte alles klarstellen. Das war umfassend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hat jetzt nicht groß für Klarheit gesorgt. Oh, na gut. Dann muss ich wohl an meiner Kommunikation arbeiten, denn das passiert ständig. Ich muss einfach nur beweisen, dass meine Technik helfen kann. Dann wird er einsehen, dass ich recht habe. Tatsächlich könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen, damit alles nach Plan funktioniert. Könntest du für mich ein paar Sensoren aufstellen? Klar, lässt sich machen. Das ist großartig. Nimm diese Sensoren und platziere sie an bestimmten Orten entlang der Mauer. Komm danach zu mir zurück. Ich suche mir inzwischen eine andere Beschäftigung, damit ich kein Misstrauen errege. Guter Plan. Und wo muss ich hin? Da lang. Okay. Dann müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir da rauskommen. Hier gibt es doch bestimmt auch einen, der Munition verkauft. Das wäre übrigens super. Enhanced ist es wahrscheinlich nicht. Es ist ein Museum, das wird es auch nicht sein. Was ist da oben? Da ist irgendwas Goldenes. Keine Ahnung. Da kann ich was kaufen. Da gibt es Bücher. Das ist das Stone Root Inn. Das klingt eher wie ein Lokal. Das ist ein Workshop. Ich gehe mal kurz hier um. Ich brauche neue Munition für meine Knifte hier. Das ist halt so ein Problem. Und ich habe hier leider Gottes Nullplan, wo es hier sowas geben könnte. Das ist schwierig. Was ist da? Nee, das konnte man kaufen, ne? Da bin ich da auch falsch. Himmel, Herrgott, es kann doch nicht so schwer sein, hier Munition zu kaufen. Eigentlich wollte ich professionell kochen. Weißt du, wolltest professionell kochen, ne? Da bist du aber, wenn du jetzt irgendwas mit Sicherheit machst, irgendwie falsch. Das ist eine Bank.
Das hilft mir auch nicht. Ich finde das schon. Dauert nur. Das ist hier der Handelsautorität. Und wie viel verzweifeln jetzt schon von euch, die sich das gerade angucken? Ha, hier ist es doch. De Laredo Firearms. In Aquila City trifft man viele Leute. Miss du wirst feststellen, dass wir hier alle... Hier ist meine aktuelle Auswahl. Auch nur Waffen. Munitionszeug. Das wäre schön. Wir drehen das mal. Nee, das ist falsch. Was brauchen die? Wo ist denn das Ding? 11 mm braucht die. Hüllenlos. Wow, 2. Warte. Das war dumm, ne? Ziemlich. Ich hab's, glaube ich, verkauft, ne? Wie viel Geld habe ich denn, Alter? Ich bin auch fast pleite. Ja, ja, kauf das. Ich muss Missionen machen, das hilft alles nichts. Ich muss Geld verdienen. Außenposten bauen, Nickel, Zeug. Jetzt habe ich erstmal Munition, dann... Moment. Ziehen wir uns noch hier so ein Aperitif rein zum Frühstück, damit meine Lebensanzeige nicht ganz und gar so im Eimer ist. Und dann gehen wir mal gucken, wo wir die Sender aufstellen sollen. Das wird ja der nächste. Wie viel Gewicht trage ich eigentlich? Warum ist denn das schon wieder so viel? Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Das verkaufe ich dann gleich mal, wenn wir hier fertig sind. Irgendwo werden wir da schon was finden, wo wir das loswerden. Danke, dass du meinen Mann gerettet hast. Ach, das soll ich hier drinnen noch platzieren? Ach so. Wir sind aus Cydonia weg, weil wir uns ein besseres... Ich dachte, ich muss da raus für. Naja, da wäre mir schon auf jeden Fall... Zählt das jetzt zu meinem Gewicht? Nein. Zählt es nicht. So, und dann ist das hier wahrscheinlich der letzte. Na, jetzt muss ich mit der sprechen. Na, dann laufen wir da mal hin. Die ist ja jetzt anscheinend hier unten angekommen. Die steht jetzt hier. Die Sensoren sind ziemlich robust. Solange keiner direkt darauf schießt, sollte ihnen nichts passieren. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Naja, das war jetzt nicht so schwer. Die Sensoren wurden platziert. Damit wäre das erledigt. Der nächste Schritt ist etwas heikel. Siehst du diesen Wachturm da drüben? Ich muss da hineinkommen und an dem Computer dort ein paar Modifikationen vornehmen. Ich habe nicht genug Rechenleistung, um die Daten von den Sensoren zu verarbeiten, aber das bestehende Netzwerk hier schon. Okay, da kümmere ich mich drum. Ach, herrje, ich kann mich wohl wirklich nicht gut ausdrücken. Den Teil mache ich selbst. Aber vor dem Turm steht jemand Wache und der wird mich nicht reinlassen. Du musst ihn für mich ablenken. Wir sollten die Wache zwar nicht ablenken, indem wir das System hacken, aber du bist der Boss. Es sollte nur wenige Augenblicke dauern. Also, überrede ihn, eine Pause zu machen oder so. Falls du in besonders aufmüpfiger Laune bist, könntest du ihm etwas zu tun geben. Du weißt schon etwas, das Davis als Krawall bezeichnen würde. Sobald er beschäftigt ist, schlüpfe ich rein und bin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Klar? Auf geht's. Die andere Frage. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Medizin? Tja, Mütter, was? Was führt dich zur Wand? Langeweile?
In dem Fall hast du nämlich den Hauptgewinn gezogen. Überzeugen? Ich kann nicht mehr sagen, aber ich brauche hier ein paar Minuten allein für einen guten Zweck. Und ich soll dir das einfach so abnehmen, oder was? Ja. Wo ist das Problem? Ach komm. Ich stelle hier die Fragen, okay? Oh, okay. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich? Ja, langsam fällt es mir wieder ein. Tut mir leid, ich bin neu, haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich glaube dir. Aber mach nur nichts, was ich bereue, okay? Na, 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 na. Kann die... Die ist doch wieder schlecht gelaunt gleich, weil ich was gemacht habe, was sie doof findet. Das wäre also erledigt. Ja. Danke für die Hilfe. Hoffentlich bist du nicht allzu mitgenommen. Nee. Bin sofort dabei, wenn es mehr Gesetze zu brechen gibt. Ja, das war nicht unbedingt der Moment, auf den ich stolz bin. Aber du hast geholfen, die Wissenschaft voranzutreiben. Sobald genug Daten gesammelt wurden, kann ich sie alle überzeugen, allen voran Davis, dass meine Technologie nützlich ist. Wenn du neugierig bist, komm morgen wieder. Bis dahin könnte ich erste Daten haben. Na, immerhin haben wir jetzt ein bisschen hier falsch positiv. Ah, ich muss 24 Stunden warten. Okay, das kann ich irgendwo pennen? so ein Tag. Warte mal. Hinsetzen. Kann ich da nur sitzen oder kann ich da auch warten? Alles klar, warte. Warten. Und wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bedanke mich übrigens recht herzlich für die 100 Abonnenten. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo anders gemacht, aber ich habe es vergessen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es gemacht habe. Auf jeden Fall, danke. Vielmals. Es ist ja auch gleich vorbei mit dem Warten. Wir hätten auch schlafen können, wenn ich das Bett da sehe. Das hätte uns wahrscheinlich sogar Vorteile gebracht. Aber naja, was wollen wir machen? Ich kann es nicht ändern. Jetzt ist es, wie es ist. So. Warum rückt die... Warum rückt die mir eigentlich immer so auf die Pelle, die Frau? Das ist wahrscheinlich, weil ich es geheiratet habe, ne? Das hätte ich besser mal gelassen. Jetzt steht die hier rum. Wollte wirklich jemand die Daten verfälschen? Ist wohl die einzige Erklärung. Du bist es. Ich habe die Daten... Von den seismischen Sensoren. Und ich brauche Hilfe. Wie immer. Nichts, das dir Ärger einbrocken könnte. Versprochen. Na, das sehe ich noch nicht. Ich helfe gern, wenn ich kann. Oh, danke. Es ist wirklich schön, das zu hören. Es scheint sonst niemanden zu kümmern. Erinnerst du dich an die Sensoren, die du für mich aufgestellt hast? Das ist erst gestern gewesen. Davis Wilson ist deshalb ziemlich sauer. Ach, echt. Das war wohl zu erwarten, aber jetzt will keiner der Sicherheitskräfte mit mir reden. Sie zeigen mir die kalte Schulter. Und ich muss wirklich mit ihnen arbeiten, denn die Daten von den Sensoren sind... Nun ja, sie sind ganz und gar nicht, was ich erwartet hatte. Mhm. Vielleicht funktioniert deine Technik einfach nicht. Die Technik funktioniert. Ich hätte das Projekt nicht angefangen, wenn ich mir da nicht sicher wäre. Hör zu, ich habe die Sensoren gegen Davis Willen aufgestellt. Das war falsch. Ich verstehe, wenn er nichts mit mir zu tun haben will. Aber, tja, was soll ich sagen? Diese Daten sehen aus, als hätte jemand absichtlich das System manipuliert. Ich kann nicht einfach losziehen und ihn beschuldigen. Aber vielleicht könnte jemand, du zum Beispiel, sich umhören, ob da etwas im Gange ist? Ich höre mich um. Ich wäre dir sehr dankbar. Ich weiß da auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sekunde, ich soll erst mal gucken, wie wir da hinkommen. Jetzt parkt der da, was macht denn da, ist der Trepp? Hat das ja ganz so das...
Dann hat das Ganze ja nochmal gut ausgegangen. Oh, hi, Alter. Die Leute hier denken, Aquila gehört uns, aber es gehört den Äschter. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe gerade viel um die Ohren. Wenn dein Anliegen nicht unheimlich dringend ist, komm bitte ein anderes Mal wieder. Mach ich. Ich habe gehört, dass mit den Äschter etwas Sonderbares geschieht. Ist das so? Und hast du das vielleicht von einer sogenannten Erfinderin gehört, die mir nichts als Kopfschmerzen bereitet? Ich bin nur besorgt und brauche Gewissheit. Ah, natürlich bist du das. Nun, ich kann sagen, dass es in letzter Zeit einige unangenehme Entwicklungen gab. Und ich muss dir wohl nicht sagen, wem wir das alles zu verdanken haben. Sie hat uns das Leben schwerer gemacht, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ich beobachte die Äschter jetzt schon seit langer Zeit und plötzlich ändert sich ihr Verhalten. Das kann kaum ein Zufall sein. Wenn sie irgendwelche Probleme verursacht hat, wird sie sicher bei ihrer Lösung helfen. Vielleicht erklärt das die Daten, die sie erhält. Das mag sein, aber fürs Erste sind mir ihre Daten vollkommen egal. Jetzt muss ich wieder da raus und mir ein Bild von der Lage machen. Du siehst zäh aus. Da du dich so für die Sache interessierst, willst du vielleicht mitkommen? Ah. Ich hatte schon mit fieseren Kreaturen zu tun. Ich bin dabei. Den Spruch habe ich schon von mehr als einem Jäger gehört. Alle haben ihn hinterher bereut. Ach, ich bin ja nicht alle. Rüste dich aus und komm zum Tor. Dann ziehen wir los. Ja, muss nur vorgehen, ausgerüstet bin ich schon. Waffe ist dabei. Ich muss nur vielleicht kurz gucken, ob wir nachladen müssen. Nee, nachladen muss ich nichts. Hier machen wir mal ein bisschen Munition rein. Das wäre ganz vorteilhaft. Und dann... Was haben wir hier? So. Also gut. Bereit zum Ich bin ist sowas von bereit. Bereiter geht nicht. Okay. Bleib dicht bei mir und behalt die Umgebung im Auge, dann passiert nichts. Wir sind im Handumdrehen wieder zurück. Ja, das sehe ich noch nicht. Mit ein paar Antworten im Gepäck. Das wird geil.